Ja, und somit herzlich willkommen wieder zu Sims 4 bei Timo, Ben und Sandra. Jo. Okay, er ist gerade auf dem Weg hinein. Steve mal arbeitet am Computer, spielt. Und kleine Ben ist am Essen im Bett. Okay. Vielleicht daran, dass wir keinen Kinderschuh haben. Ja, wir haben keinen Kinderschuh. Doch, wir haben Kinderschuh. Alles klar. Nee, daran ist das nicht das Problem. Alles klar. Das ist. So. Alle essen und trinken hier. Okay, hat jemand Blödsinn gemacht hier unten? So. Räumen. Hä? Was macht der? Ach, er vertreibt Monster. Ja, er vertreibt tatsächlich Monster. Okay. Ah, da kommt der Kleine hier. Umgewackelt. Das kann der Kleine eigentlich schon. Also kann hier nichts machen, ne? Da kann noch nicht gar nichts anfangen. Also, was ist? Kann ich eine Revision starten? Das kann er. Okay, ja, schon. Ich starte zu, so automatisch. Das kann wieder auflösen. Okay. Spielen. Spielen wir ein bisschen. Schau. So. Ja. Oh, die Fernbedienung wieder her hat. Normalerweise finden sie sich ständig die Fernbedienung. Und wieder die Fernbedienung. Na gut, wollen wir mal spielen. Wo ist denn jetzt Timo? Ist aber auf Toilette. Alles klar. Und er kann auch selbstständig die Hände waschen. Ich bin begeistert. So, wenn er fertig ist, reden üben. Ach, okay. Wieso ist er dreckig? Hunger hat er. Ja, jemand stinkt hier. Das ist so, das ist okay. Die könnte mal ein bisschen Sport gebrauchen, ne? Ach so, deswegen, hier ist dreckig. Ja, so einfach. Alles klar. 100 Hunger. Ja, wir sind mir gerade zu viel Geräusche. Man muss Musik ausmachen. So. Langstreckkids über. Nein. Schnelle Mahlzeit. Schnelle Mahlzeit. Joghurt. So. Dann lass mal den Spiegel weg. So, dann gehen wir wieder. Ja, wir spielen nur hier die Kinder, ne? Die Erwachsenen müssen sehen, wie sie klarkommen. Nur wenn es katastrophal wird, greife ich ein. Obwohl sie nicht Sport machen. Ist so dick. Ist dick geworden. Ach, warum? Was ist das? Da kann der Kleine noch nichts mit anfangen. Stell vom Kühlschrank, was ist das? Kann er da was machen? Oh, der Kleine ist ja schon. Essen? Ah, da muss er jemanden fragen, alles klar. Hat er Hunger? Hat eigentlich nicht wirklich Hunger, nein. Ne, geht nicht, kann er nicht. Was kann er noch machen? Wie spät ist denn das? 21 Uhr, wir müssen ins Bett eigentlich. So, was kann er da ins Bett bringen kann? Vielleicht kann Timo das ja tun. Timo, jetzt müsste es halt gleich wieder gut gehen. So, hochheben. Was hat er vor? Wäsche in die Waschmaschine waschen. Achso, ja, okay. Verbessern kann er das. Aha. So. Geschirr weg. Jo. Das ist wieder ziemlich cool. Die stressige Musik wieder an. So. Ich muss mir mal irgendwann eine Playlist für Sims vorbereiten. Das ist echt irgendwie, geht irgendwie gar nicht. Das ist hier einfach eine Minecraft-Playlist. Das
bin halt unter Spielmusik von ja und Witcher und nee, warum warst du alles? Warum hörst du schon auf? Freundlich spielen. Er wollte schlafen gehen, was? Nicht schlafen gehen. Bist du schon so müde? Oh, meine Energie ist noch knapp unter 50%. Da kannst du noch ein bisschen. So. So, freundlich. Loben. Freundlich. Und knuddeln. Wie du jetzt nicht? Habe ich jetzt nicht gesagt? Knuddeln. Ins Bett bringt so. Oh, Bellino! Ja? Hast du wieder ab? Na los! Halt keinen Bock! Bitte. Baden, schlafen. Und Schlaf legen. Okay. Mach das mal. Wir müssen dich hier alle ein. Kannst du dich nicht einfach verpissen hier? Penner! Check, chicken. Geh jetzt. So kein Zuhause oder was? Die anderen sind sympathischer. Jetzt geht er wieder weg. Hallo? Oh, was ist das denn? Ich bin gesehen, rausgeglitscht. Hallo? Jetzt geht er weg. Hallo? Wie geht er hin? So, ist bei den Schlafen lesen. So, nochmal. So, hau ab, endlich. Oh Mann, das klappt alles nicht so. Okay. Aber bleib sitzen. Funktioniert gar nicht hier. Mach das doch mal. Wütend. Kleines Wütend. Warum? Muss. Haben wir sowas wie eine Kindertoilette? Ja, wir haben gar keine Kindertoilette mehr. Du musst dir nur besorgen, ne? Wir benutzen. Also Winde. Ich bin immer froh, dass ich hier. Der Winde ist mal voll gemacht. Wieso schafft die das hier? Kann das sein? Franka Niso. Was auch müde. Aktion. Nein. Entschuldigung, Winde wechseln. Er will schlafen. So. Oh Mann, ist das auch noch kaputt. Schau, lass uns reparieren. Und dann, schlafen. Das werde ich. So. Geht. So. Dampft immer noch. Muss vielleicht noch gebadet werden. Es kann sein, dass er vielleicht noch gebadet werden muss. Energie, Hunger hat er. Nö. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er repariert, ne? Schauen wir mal.
er ja mal lernen, sowas. Geschafft. Okay. Hier geht auch schaffen. General Computer, alles klar. Ja, schaffen sie alle. Hervorragend. So. Alle zufrieden, alle schlafen. Mehr oder weniger zufrieden. Kleine müsste was zu essen haben. Schläft schon mal. Jo, das war noch Zeit, als Timo so noch so klein war. Ja. So. Ich höre Geräusche. Oh, oh, oh. Stopp. Normale Geschwindigkeit. Was macht der denn, der Kleine, jetzt? Hunger hat er. Kann ich hier was essen? Essen. Das Essen. Dann will ich davon was. Ist ja noch nicht verdorben. Okay. Wo hat das jetzt hingetan in seinem Inventar? Jetzt ist es verdorben. Kann ich gar nichts machen mit dem Zeug hier. Verstehe nicht. Wie weit ist denn die? Das ist aber noch total runter, ne? Ja, muss aber auch essen, aber dann war das hier. Ich ne, aufräumen. So, hör mal auf zu schlafen jetzt. Hast du genug geschlafen? So. So. Lunchpaket zubereiten. Nein, Frühstück. Frühstück servieren. Ja, mit Speck. Schöne Sache. Wie geht das hin? So. Alles klar. Was macht denn hier der Ben? Schönes. Kann ich hier was Schönes machen? Schlafen. Die Nachtgeschichte. Die Nacht. Sitzen. So. Sitzen. Und plaudern. Das kannst du machen. Machen wir das erstmal. Ich glaube ein bisschen mit dem Essen deswegen. Das mal erstmal. Gucken, ob ihm das gelingt. Okay. Das sieht sehr professionell aus, würde ich sagen. Oh, mal schneller. Schneller. Ich muss ja gerne eine Stunde zur Schule sein. Oh. Vielversprechend aus. Okay, ist schon richtig. So, alles klar. Zwischendurch macht sie auch mal was. Hat er eigentlich noch Hausaufgaben am Start gehabt eigentlich? Hausaufgaben? Hausaufgaben machen, hat er die Hausaufgaben noch nicht gemacht? Huch. Die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ausschalten. So. Er ist im Stehen, warum? Ich glaube, schnell fertig machen. Passwort zugestellt. Aus der Schule, ne? Das ist aber immer noch nicht fertig. So, eben Rechnung. Auf 400. Dann haben wir gar nicht so viel Geld. Haben wir gar nicht. Dann geht ein Anruf. So. Kein Spaß dran. Ja, noch nicht fertig. Wie lange brauchen wir seine Hausaufgaben zu machen? Den ganzen Tag oder was? Nagula Shelnick. May Pippin Narva. Nor Sapena. Ah, Fool. Fuemte. In der Schule, ja. Okay. Geh jetzt zur Schule, ne? Genau. Da lässt er einfach alles liegen. Okay. So. Okay. Ja, da haben wir. Oh Gott, sieht das hier aus. Das sieht schlimm aus. Wer weiß denn das? Okay, der Kleine schläft wieder.
Ah, wir haben eine Haushälterin hier. Okay, die kümmert sich drum. Ah, nein, falsche Taste. Die wollte ich drücken. So. Alles klar. Spaß ist niedrig. Sie ist jetzt arbeiten? Nein, sie arbeitet. Achso, sie arbeitet am Computer. Also, die muss aber arbeiten, ne? Jetzt Arbeit. Wir brauchen das Geld. Wir haben fast kein Geld mehr. Ja, total pleite. Eigentlich. Rechnung bezahlen. Lass ich noch einen Briefkasten. Haben wir gar kein Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Die Haushälterin hat auch nichts gemacht, ne? Was haben wir noch im Geld? Haben wir noch. Gut. Ach eher, ne? Ja. Das ist ja auch alles vom Fußboden. Das Prüfung. Hart arbeiten. Was haben wir denn da? Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Timo war nicht gerade überragend. Er hat eine mittelprächtige Note bekommen, die seine Durchschnitt verderben könnte. Soll er um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Zusatzprüfung, hart arbeiten. Genau, aber mal über hart, dann ist es besser. Okay. Alles klar, haben wir es. Er kümmert sich? Nein, er ist zu verbringen. Okay. Alles in Ordnung. Aber an dieser Stelle müssen wir auch schon wieder aufhören. Die Folge ist wieder zu Ende und ja, wir sehen uns dann vielleicht in einer Woche. Mal sehen, wie mein Rhythmus ist. Ja, alles klar. Habt euch wohl, bis demnächst. Euer Jockel, ciao. So, vielleicht machen wir auch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen in die Stadt reisen oder so. Ich weiß es noch nicht. Es ist immer schwierig, wenn man so wenig Zeit hat und die Sims alle so runter sind, dann ist das einfach echt doof. Die müssen alle in einem guten Level sein, damit man da auch wirklich was machen kann. Na gut. Alles klar. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.